Erfahre heute die schockierende Wahrheit, warum immer mehr Menschen krank werden und was du tun kannst, um gesund zu bleiben. Hast du es vielleicht auch schon bemerkt? Immer mehr Menschen sind krank. Es liegt nicht nur an der Jahreszeit, denn wir haben ja gerade Winter. Nein, es gibt einen viel anderen, wichtigeren Grund, den du unbedingt wissen solltest. Deswegen ist es gut, dass du heute hier bist und meinen Podcast anhörst. Es liegt auch nicht an der C-Krankheit, sodass du vielleicht denkst, die Menschen haben alle C und sind deswegen krank. Das mag zum Teil vielleicht stimmen, aber viele Menschen haben gar kein C. Sehr oft sind es Viren, unerklärliche Hauterkrankungen oder Augenentzündungen. Es tauchen Krankheiten auf, die wir früher vor 3 Jahren noch gar nicht so sehr hatten. Zum Beispiel hatte mir eine bekannte Hautärztin erzählt, dass sie in letzter Zeit Hautveränderungen festgestellt hat, die sie vorher noch nicht hatte. Dies alles hat mich dazu gebracht, einmal genauer hinzuschauen. Denn die Folge von diesen hohen Krankheitszahlen ist ja für uns alle nicht günstig, denn unser Gesellschaftssystem leidet insgesamt sehr darunter. Viele Firmen können ihre Leistungen nicht mehr so anbieten wie früher, weil die Menschen krank sind. Das Personal wäre ja da, aber es ist einfach krank. Vor einem halben Jahr hat man mir die Frage gestellt, warum so viele Menschen krank sind. Meine damalige Antwort war, ach, die haben doch alle C. Aber das stimmt schon lange nicht mehr, wenn man die Situation genauer betrachtet. Und so werde ich dir heute die Gründe nennen, warum immer mehr Menschen krank werden. Und damit meine ich nicht die C-Krankheit. Es sind vielmehr die Maßnahmen, die zum Schutz der C-Krankheit verordnet wurden. Sie sind der Grund, warum aktuell so viele Menschen krank sind. Wir haben kein gutes Immunsystem mehr, weil durch die Maßnahmen wie zum Beispiel der Maskenpflicht der normale und gesunde Austausch von Bakterien von Mensch zu Mensch unterbrochen wurde. Jetzt denkst du vielleicht, davon bin ich gar nicht betroffen, ich habe ja kaum eine Maske getragen. Und genau das stimmt nicht. Denn jeder ist davon betroffen. Sobald du dem Atem der anderen Menschen nicht mehr direkt ausgesetzt bist oder warst, hat sich dein eigenes Immunsystem auch heruntergefahren. Und das bedeutet, dass alle Menschen, die eine Maske getragen haben, dies unterstützt hatten. Ohne zu wissen natürlich, was sie da tun. Und man hatte ja auch nicht groß eine Auswahl. Also es geht hier tatsächlich um das kollektive Immunsystem, welches zu großen Teilen durch die Maskenpflicht heruntergefahren wurde und deswegen so viele Menschen jetzt krank werden. Wir werden in der nächsten Zeit sicher noch öfters krank sein, bis sich unser Immunsystem wieder erholt hat. Es gibt aber Dinge, die du tun kannst, damit dein Immunsystem wieder gestärkt wird. Und das sollten wir jetzt alle wirklich ernsthaft machen. Da kommt sofort das Vitamin D ins Spiel. Vitamin D nimmst du auf, wenn du in der Sonne bist. Und dein Körper muss mindestens zu 30% unbedeckt sein. Dies ist in Deutschland in der Winterzeit, wie wir sie jetzt gerade haben, sehr schwierig, ich weiß. In diesem Fall könntest du in der kalten Jahreszeit in Zukunft immer Urlaub in der Sonne planen und in die Sonne fahren. Wenn du das aber nicht kannst, dann solltest du Vitamin D-Tabletten nehmen.
Du kannst sie auf dich abstimmen lassen und genau prüfen lassen, welche Menge für dich wichtig ist. Ein sehr gutes Mittel soll auch Cystus sein. Diese Kräuter kommen aus Griechenland und stärken auch die Immunabwehr. Aber all das bedeutet, dass du oder dass wir ab jetzt unsere Aufmerksamkeit dringend auf unsere Immunabwehr legen sollten, um gut durch die aktuelle Zeit, egal ob Winter oder Sommer, hindurchzukommen. Und gerne kannst du auch deine Tipps in die Kommentare unter dem Video schreiben und mit uns teilen, denn es interessiert mich auch, was ihr dazu zu sagen habt. Und bitte teilt diesen Podcast, damit noch viel mehr Menschen erfahren können, wie sie ihr Immunsystem schützen, und like das Video. Abonniere meinen Kanal, damit du weiterhin wichtige Podcasts bekommst. Und ich wünsche dir eine schöne Zeit. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Deine Smarana.